Sie dann nicht mehr arbeiten. Ach, ich weiß nicht. Girl, ja. Brühl. Hallo Norbert. Hallo. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ne? Jetzt bin ich ohne Brille, das ist nicht gut, ne? Da erkennt man mich gar nicht. So. Naja, ich habe ja normal immer irgendwelche. Du hast immer irgendeine Brille an, ja. Brillen auf, ne? Na gut, dann machen wir es halt heute mal ohne Brille. Solange du mich ohne Brille sehen kannst. Schauen wir mal das schöne Mikrofon da, das ist ein bisschen näher, dass man uns auch versteht. Und Norbert, du kommst da aus Köln. Aus Brühl bei Köln. Brühl bei Köln. Ein paar Meter weiter. Und du hast mir ja was Schönes mitgebracht. Das kommt auch direkt aus Brühl. Ich kannte das nicht, also ich kenne es auch nicht. Ich habe es auch noch nie getrunken. Wie heißt das, was du da mitgebracht hast? Das ist jetzt von der Firma Flicken, das ist Waldmeister. Waldmeister, und das ist ein Likör, oder? Das ist Wodka mit Waldmeister. Wodka mit Waldmeister, da müssen wir ja gleich einmal einen trinken. Ja, ja, das habe ich ja mitgebracht. Das ist auch für die Mädels, das können, das ist nur wenig Prozent. Das Lustige ist ja, diese kleinen Flaschen, die hat man früher oft auch gesehen in Thailand. Die wurden aber verboten, aus dem Grund, weil sie Angst haben, dass Kinder das verwechseln, dass es ein Kindergetränk ist. Ja, das kann sein. Gut. Das gibt es bei uns Karneval, der ist mir noch ein Elferpack. Ja, ja. Elf ist ja nur die Zahl der Jäckel. Ja, genau, der 11.11., 11.11. Elf. Jawohl, jawohl. Victorian Lemonade. Ja. Victorian Lemonade. Das ist ein Mocktail ohne Alkohol. Der ohne Alkohol. Hani macht, der ist Spezialist für Cocktails und Mocktails. Aha. Und, der Mocktail ist ohne Alkohol. Aha. Mocktail ist ohne Alkohol. Ja, ich stehe dann eher auf Changbier. In dem Fall auch ohne Alkohol. Changbier ohne, ja, so gut wie. Ja, okay, so ist ja fast nichts drin. Wir trinken Kölsch, hat auch nicht viel mehr. Kölsch ist auch gut. Also ich muss sagen, wenn ich da oben bin, die kleinen Kölsch so in die kleinen Gläsern, dazu noch eine Bulette, das ist auch immer was Schönes. Bei uns heißt das aber nicht Bulette, sondern Frikadelle. Frikadelle, okay. In Berlin ist Berlin das eine Bulette. Ist, ja. Bei uns ist es ein Fleischpflanzer oder Fleischküchle im Fränkischen. Ja, ich habe Verwandtschaft da unten. Da, ja. In Aschaffenburg. Ich sage immer, das sind Bayern und die sagen immer, nein, wir sind Franken. Das ist so genau. Aber eigentlich sind ja die Ascheberger schon fast Hessen. Das ist ja Grenzgebiet. Ja, aber Aschaffenburg? Weißt? Ist fast an der Grenze zu Hessen. Ja, aber die sagen, ich nenne die immer Bayern und die sind der Meinung, sie sind aber Franke. Ja, ist halt so. Ich bin ja auch ein Franke. Ja, ich weiß. Ich weiß. Mittelfranke. Ja. Edelbayer, sage ich immer. Edelbayer. Ja, wir haben ja jetzt einen edelbayerischen Ministerpräsidenten, der ist ja auch aus Nürnberg, aus Mittelfranken. Wobei man natürlich sagen muss, Ansbach, wo ich herkomme, ist ja die Hauptstadt von Mittelfranken. Nürnberg ist so ein Vordorf. Ein Dorf, ja. Vor Ansbach praktisch. Ne? Da bin ich bis jetzt immer nur durchgefahren, wenn ich nach München gefahren bin. Und wie bist du jetzt eigentlich nach Phuket gekommen? Weil ich mal woanders hin wollte. Ich war immer in Pattaya bis zu Corona. Und dann habe ich gesagt, so, wenn wieder offen ist, wenn alles wieder offen ist, Pattaya ist tot, dann suchst du dir was anderes. Dann habe ich gedacht, Phuket, aber wo Phuket? Und dann habe ich im Internet geguckt und habe ich dich gefunden. Da denke ich, oh, fahr mal dahin, guckst du dir den Vogel mal an. Schaust du den Vogel mal an, genau. Na, ist ja super. Und hast ja auch gleich einen Flim mitgebracht. Ja, dann springst du mal was aus dem. Weißt du, was Flim ist? Flim, na? Flim? Kennst du Otto Flim? Sagt dir der Name was? Otto Walkes schon, aber nicht Flim. Otto Flim war früher der Präsident vom ADAC. Ah, okay. Und der, dem gehört die Firma? Dem gehört die Firma, ja. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Mhm. Okay. Der hat auch eine große Hausverwaltung. Und hatte der ADAC ins Leben gerufen, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, der war lange der Präsident vom ADAC. Ist sogar der Haupt unserer Stadt, einer von den Konradoren. Mhm. Okay, nö. Sagt mir nichts. Ne? Aber wir könnten uns mal ein bisschen 2 Gläser mit Eis bringen lassen und dann probieren wir das einmal mal den Teil ab. Muss ich jetzt schon mal probieren, wenn man da einen mitbringt. Ja. Honey, can you please bring me like a whiskey tumbler with ice too? Na? Thank you. Dann probieren wir das einmal. Da siehst du mal, was ich für Auswirkungen habe auf manche Leute. Bist du welche mir nach ja, ich denke, das ist ein recht technisch deutsch. Du kannst mal gucken. Das ist eigentlich von Flim, der Hauptwerk. Cabernes. Cabernes. Cabernes, okay. Kräuterlikör. Ice erlückt ja. Only ice. Only ice. So, und dann kannst du gucken, was die sonst haben. Das ist das, was wir hier haben. Waldmeister, ja. So, und dann gibt es hier noch Bärbelchen. Hanf haben sie jetzt auch. Da ist noch ein bisschen. Ach, Hanf haben sie das auch. Ja, das.
was Neues. Auch in Deutschland muss man mal sehen. Haselnuss und Nougat-Likör mit ein paar Hanfkörnchen drin. Schau, auch in Deutschland ist der Hanf im Kommen, wie man sieht. Nicht nur in Thailand. Es ist halt, es ist Bewegung da. Ja. Ja. Und was haben wir dann noch? Ach, da gibt es so viele. Flasche, Pfefferminzlikör, Eskimo, das ist mit Wodka. Glitterbitter, ja, das ist Glitterbitter, so, ich habe noch nie gehört, diese Namen. Schwarz- und Blaubeerlikör. Der wilde Bitter, das ist auch so was ähnliches. Bei Glitter, das ist dasselbe, nur halt, da ist so Glitter drin. Und das ist sowas, ja, typisch halt für euch da oben, ne? Also, wahrscheinlich kennt man das da nur da Glitter, oben. Glitterbitter, also. Wilder Bitter, Nachteule, Krimkis. Also, alle Franken, die jetzt zuhören, sagt mir mal, wer das kennt. Wahrscheinlich nur einer, der echte Beziehungen nach da oben in hat. In Deutschland. Das Leben, ich habe das noch nicht gehört. Doppelwacholder, aber die haben ja ein riesen Angebot. Ja, aber denkst du, guck mal. Das hört ja gar nicht mehr. Ja, auf. Sag ich doch. Ja, schön. Und wie gesagt, der Hauptsitz ist in Brühl. Und da dachte ich, springst du auch von Brühl mal mit hier hin. Das ist schön. Ja, danke schön. Und wie findest du jetzt so dein Hotel? Du bist ja im Sunwing, Sandheim. Sandheim ist schön. Ist zwar nicht viel los, aber schön ruhig. Kann man entspannen. Ich denke, gerade deswegen ist es schön, weil wenn das richtig voll ist, ja, dann ist es dann immer so, ist es zwar immer noch vielleicht günstig gelegen und hat schön viel Pools, aber dann ist es natürlich voll. Und dann ist Sandheim, es ein anderes Feeling. Ist ein Adult-Hotel. Direkt daneben, das ist Sunwing. Das ist das Kinderhotel. Da sind die Kinder, da ist Krach und Rabatz und im Sandheim ist Ruhe. Im Sandheim sind alle die, die bald die Radieschen von unten anschauen. Ja. So. Waren aber auch Jüngere, habe ich bis jetzt. Waren auch Jüngere. Ja. Aber jetzt trinkt man erst einmal den. Ja. Mit Eis willst du getrinken. Normal trinkt man den so in der Flasche. Naja, okay. Ich habe jetzt gedacht mit Eis. Ja, wir teilen uns eins. Der Ganze ist, kann ich jetzt nicht, weil ich habe noch gar nichts gegessen. Da ist nichts hinter. Da haben wir drin. Das ist ein Likörchen. Ja. Ja, jeder eine. Ja, wir machen es jetzt. Jeder eins, meinst ja, du? Ja. Naja, gut. Wie viel Prozent hat der? Bah. Also ich trinke mit Eis. Du kannst ja. Ich kriege das gar nicht auf. Und da muss man ja schon wieder hier eine. Wie viel hat der? 17%. Okay, 17%. Guck mal, da dreht man so, dreht man den auch. Er riecht ein bisschen. Ja, das ist Waldmeister. Grün. Ja, das ist Waldmeister. Passt ja zu uns. Oh, schau mal, wie schön. Probier mal, ich hab den so schön. Ein grünes Getränk. So hab ich den noch nie getrunken. Na ja, probier doch einmal. Wie Jägermeister, die wurden ja dann auch erst wieder richtig bekannt, wie sie den Eis gekühlt verkauft haben. Der war ja weg vom Fenster, der Jägermeister. Ja. Und dann hatten ja die diese riesen Kampagne da mit Eis gekühlt und diese, weiß ich was für Geräte. Nehmen wir mal. Prost. Cheers. Ja, das ist Waldmeister. Ja. Ist interessant. Die, ist auch für die Mädels. Wie gesagt, das ist. Schmeckt jetzt gar nicht wirklich nach Alkohol, muss ich sagen. Das sage ich doch, deswegen. Den kannst du auch der Chiara geben, die wird sich besoffen. Davon brauchst du keine Angst haben. Ein richtiges Faschingsgetränk. Ich ja? auch. Zum Wohl. Ja. Ja, und der 11.11., habt ihr jetzt letzten Fasching da gefeiert oder war da Corona-mäßig? Da war wenig? Corona-mäßig, war nicht so. Da wird es ja dieses Jahr dann die, mal wieder die richtig Züge abgehen. Die Züge sind alle ab, ja. Nächstes Jahr. Na, 11.11. ist das ja, da fängt noch die Saison an, aber die Züge sind ja erst im Februar. Da wollen wir mal das Beste hoffen, dass ihr uns weltweit und natürlich auch in Deutschland das nicht wieder vermachen, ja, dass die Leute auch wieder feiern dürfen, ja, und Spaß haben können. Ne? Und hofft man natürlich auch, muss man ja immer wieder sagen, was im Hinterkopf bei mir immer wenn mit spielt, ist natürlich die Krise, die wir da haben mit Russland und der Ukraine, dass die nicht ausweitet. Wenn die plötzlich sagen, oh, das ist so schlimm, wir können jetzt nicht feiern, weil da ist Krieg. Das wäre natürlich. Das ja, oder wenn die hier wirklich noch, hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Es ist viel zu groß. Es gibt die natürlich nicht nur kleinen Gräuel, aber ich wollte jetzt nicht eine riesige Flasche mitnehmen. Nee, das passt doch. Das wäre beim Zoll ein bisschen komisch gekommen. Naja, wenn du da eine Flasche mitbringst, sagen die nichts. Da sind die bis jetzt immer noch. Nee, ich dachte hier, damit hier die Mädels mal probieren können. Weil da kennt mit Sicherheit hier niemand. Hab ich mir gedacht. Also Mr. Flim, heißt die Familie Flim? Ja. Flim ist der Hersteller. Und ist ein Familienbesitz nach wie vor, oder? Also schaut mal, Familie Flim. Der Norbert hat es mitgebracht und hier erstmal in Thailand eingeführt, ja. Ich bin aber jetzt nicht der Generalimporteur. Aber kann man ja dran arbeiten, wenn du dann in die Rente gehst. Du bist ja schon Rentner, ne? Ich bin schon lange Rentner. Der ist ja schon so alt. Schon lange Rentner. Wie alt bist du?
66. 66. Hol den wieder zurück in die Arbeit, der ist viel zu fit. Möchte mein Chef jeden Tag mich zurück in die Arbeit holen. Kann ich mir vorstellen, weil die Alten sind ja gesucht. Ja, 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 ja. Ich hab erfahren von einem, der muss irgendwo in Koh Samui abgestürzt sein, also hat halt gar nichts verdient, muss sie dann zurück nach Deutschland. Aha. Und der hat jetzt da irgendwie einen Job in einem Hotel bekommen, verdient 3.500 netto angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, sei mal dahingestellt, hat mir ein Bekannter erzählt, mit Kost und Logis, die suchen händeringend Leute. Ja. Ne? Der verdient jetzt endlich mal wieder Geld, der hat hier jahrelang nichts verdient, weil es ist ja wirklich schwierig hier. Bei uns werden Handwerker gesucht. Handwerker. An jeder Ecke, du kriegst keinen Handwerker. Ja, ja, das hat man ja lange vernachlässigt, die auszubilden, ne? Und halt auch schlecht bezahlt und da wollte jetzt keiner mehr machen. Ja, und jetzt hat man die Ausbildungsplätze so da, kommt aber keine. Naja, weil muss halt so attraktiv sein, dann müsste halt am Handwerker sagen, du kannst mit 55 in die Rente gehen und kannst gut Geld verdienen, dann machen das die Leute vielleicht auch. Ja. Aber die Jüngeren, die haben lieber, die gucken dann lieber, ich mache YouTube-Star und dann kriege ich viel mehr Geld. TikTok, YouTube. TikTok, und, ja. Ich bin ja auch noch dran am Arbeiten, aber es dauert. Es ist also noch nicht so weit, dass man davon leben kann, nicht im Ansatz. Aber, ich habe heute noch gesehen, Thailands YouTube-Zentrale, deutsche YouTube-Zentrale von Pico. Der war da am Arbeiten auf der Straße. Da steht irgendwo, Pucke 24 Hours und dann deutsche Zentrale. Zentrale? Ja, als wenn das. Wusste ich jetzt nicht, dass er die Zentrale schon hat, die YouTube-Zentrale, aber er arbeitet dran auf jeden Fall. Ja, Pico, das musst du mal erzählen, was es mit der Zentrale auf sich hat. Na? Wenn er nächstes Mal kommt, müssen wir mal fragen. Müssen wir nochmal fragen. Na, vielleicht läuft er ja dann noch vorbei. Logisch. Okay, Norbert, dann bedanke ich mich für das Interview. Das wird heute gleich noch gesendet. Kannst du gleich anschauen. Nehmen das gleich mal für die Mädels. Ich glaube, kann man nur kalt trinken. Ja, mit Eis schmeckt es nicht schlecht. Das verwässert aber alles. Da trinkt man eins so. Den nimmst du so und dann. Da ist ja nichts drin. Das gibt keine Masse. Ja, ja, klar, das kriegst du gleich weg. Kennst du kleiner Feigling? Das kenne ich. Ja, damit hat es angefangen. Ist ja auch von der Firma, der kleine Feigling. Ja. Aber der ist ein bisschen bekannter vielleicht. Ja. Und da sind die dann alle auch aufgesprungen. Gerade bei Karneval, da laufen sie alle mit diesen kleinen Fläschchen rum. Die kann man, anfangs haben sie es vom Waren geworfen, aber dann sind die kaputt gegangen. Ach so, das dürfen sie heute auch nicht mehr. Plastikflaschen dann. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Interview. Reicht das mal rum für die Mädels, nochmal sagen, wie es schmeckt. Mach ich gleich. Ja? Okay. Also, jetzt gibt's viel Grüße nach Kölle, Alaf und so weiter oder Helau? Alaf, ja, man muss man ja aufpassen. Helau ist in Düsseldorf, in der verbotenen Stadt. Und Mainz, oder? Mainz auch, ist auch Helau, ja. Die verbotene Stadt. So sagen wir immer. Ja, genau. Die Düsseldorfer und die Kölner sind ja immer ein bisschen im Clinch. Oma von Köln ist ein großer Parkplatz, Düsseldorf. Ich war früher mal öfters mal in Düsseldorf und Köln, ich habe ja American Football gespielt. Dante-Stadion, wo war das oder wo ist das? Dante-Stadion? Kann eigentlich schon in Düsseldorf sein. Köln haben wir Müngersdorfer Stadion. Ja, ich weiß ja auch nicht mehr, wie das ist. War in die Anfang der 80er Jahre, weiß ich nicht mehr so genau. Aber da haben wir öfters einmal gespielt früher. Okay, schönen Gruß nach Köln und nach Ansbach natürlich. Bye-bye. Bye-bye. Brühl, genau. Germany. You want to try? It's from Germany. It's like 70% alcohol, not so much. It's sweet. He bring as a present from, it's from Cologne. Oder von Brühl direkt, oder? Where is your? I drink already here. This one. From Germany, from in the near of Cologne. Cologne? Yeah. Yeah, that is for Wasser. Und? Gut. Ja klar. After she nicht, dann kann sie dann nicht mehr arbeiten. Ach, ich weiß ja nicht. Ja, das ist doch nichts. You don't drink a lot, ne? You never drink. Besser später. Die trinkt keinen Alkohol. Dann nehmen Sie mit. Der Hanni kann schon eher vertrauen. Danke. Bitte. Hanni, how you like it? Is good? Ja, gut. Er macht ja super Cocktails, wenn der mal einen Cocktail willst. Ja. Wir brauchen dich. Melde dich bitte auf unserem Kanal an.